Jonabot Kiwanok, Minnen Kinek, einen schönen guten Tag für alle. Mir ist es eine besondere Freude, Ihnen in diesem Video die Kulturstandards Ungarns zu erläutern. Nachdem meine Verwandtschaft väterlicherseits nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ungarn eingewandert war und ich selbst die Möglichkeit hatte, nicht nur nach Ungarn zu reisen, sondern auch für ein knappes Jahr in Ungarn zu leben und zu arbeiten. Wie auch die Ukraine, Tschechien oder Polen, gehört Ungarn zu den Ländern, die über lange Episoden ihrer Geschichte von anderen Königreichen, Ländern und Imperien fremd beherrscht wurden. Die daraus resultierende Prägung des kulturellen Verhaltens von Menschen aus und in Ungarn lässt sich vor allem in den Kulturstandards der personenbezogenen Hierarchie, dem flexiblen Umgang mit Zeit und der pragmatischen Flexibilität ablesen. Ungarn befindet sich seit der sogenannten Wende und dem Fall des Eisernen Vorhangs auf der Suche nach seiner speziellen nationalen Identität. Das erste Loch im Eisernen Vorhang entstand in Ungarn, als bereits im Frühjahr 1989 der Grenzzaun zu Österreich abgebaut wurde. Auf dem Bild sehen wir das ungarische Parlament mit seinen 365 Spitzen. Der Langzeitpremierminister Orbán Viktor, seine Vertrauten und die Fidesz-Partei konnten aufgrund einer komfortablen Mehrheit das Land in den letzten 15 Jahren massiv umbauen. Die regierungskritischen Medien Ungarns wurden an Freunde Orbáns verkauft, Richterämter auf Jahre an Fidesz-Mitglieder auf Regierungslinie vergeben. Ein Nachbar Orbáns, vor 15 Jahren noch ein einfacher Installateur, wurde Milliardär. Korruption, Vetterleswirtschaft und ein antisemitischer Wahlkampf machen Ungarn zum Sorgenkind der Europäischen Union. Nicht umsonst erhielt Orbán Viktor den Spitznamen Diktator vom langjährigen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Orbán selbst bezeichnet Ungarn als illiberale Demokratie. Hunderttausende junge Ungarn leben deshalb im europäischen Ausland. Während die Regierung ungarischstämmige Menschen in Rumänien und der Slowakischen Republik ungarische Ausweise ausstellt und sie an Wahlen teilnehmen lässt. Die Landkarte von Großungarn, Ungarn in den Grenzen vor dem Vertrag von Trianon von 1920, findet man nicht selten in Restaurants, in Friseursalons und in Geschäften. Nach diesem Video werden Sie die Handlungsmuster von Menschen aus Ungarn und in Ungarn besser verstehen und einordnen können, auch wenn diese Informationen Ihnen nicht die Aufgabe abnehmen können, in Begegnungen vor allem von Ihren interkulturellen Kompetenzen Gebrauch zu machen. Vor einer Zusammenfassung der Kulturstandards Ungarns möchte ich deshalb einige Hinweise geben. Falls Sie diese Hinweise schon kennen, dürfen Sie sie auch überspringen. Bitte beachten Sie, dass für ein bestimmtes Verhalten von Menschen meistens eher situative oder persönliche Gründe ausschlaggebend sind und kulturelle Gründe eher ein untergeordneter Fokus in ihrem Verstehen anderer Menschen sein sollten. Die Anwendung von Kulturstandards kann zur Bildung neuer Stereotypen und Vorurteile führen. Im Gegensatz zu Vorurteilen oder Stereotypen wurden für die Ausarbeitung der Kulturstandards systematische Analysen realer, alltäglicher und erlebter Handlungsroutinen durchgeführt, die durch weiterführende Recherche wissenschaftlich validiert wurden. Kulturstandards entwickeln sich nicht zufällig, sondern sind in der Geschichte einer Gesellschaft verwurzelt. Sie sind quasi das Resultat einer langen Auseinandersetzung der Menschen mit den Gegebenheiten sowie mit sozialen, politischen und ökonomischen Ereignissen. Die Menschen haben damit auf kollektiver Ebene eine praktikable Antwort auf gewisse Anforderungen einer Epoche gegeben. Wir könnten sagen, dass Kulturstandards der Geschichte in einem langen Anpassungsprozess folgen. Kulturstandards haben selbstverständlich einen Toleranzbereich. Das Verhalten von anderen wird auf Basis der Standards bewertet, das eigene Verhalten wird gesteuert. Kulturstandards sind eine Art Eckpfeiler des kulturellen Ordnungssystems und Orientierungsmaßstäbe. Das Vorhandensein solcher Kulturstandards fällt wie kulturelle Prägung insgesamt meistens erst in der Situation einer interkulturellen Interaktion auf.
Beziehungen zur Familie, zur Verwandtschaft, zu den Nachbarn, zu Kollegen und zu Freunden sind für Ungarn von herausragender Bedeutung. Beziehungen sind wichtiger als Aufgaben, als Verantwortlichkeiten und wichtiger als eine mögliche berufliche Karriere in einem fernen Land. Ich durfte in meiner Tätigkeit als Sprachlehrer für Deutsch als Fremdsprache nicht wenige Ungarn und Ungarinnen in Deutschland unterrichten, die beruflich ins Land kamen, aber schon kurze Zeit später wieder zurück nach Ungarn gingen. Zum einen fehlte ihnen ihr gewohntes Beziehungsumfeld, zum anderen konnten die sehr sach- und aufgabenorientierten deutschen Kolleginnen und Kollegen, die tendenziell sehr stark zwischen beruflichem und privatem trennen, das Fehlende für die Ungarn nicht im Ansatz ausgleichen. Auf der anderen Seite erinnere ich mich an die überaus herzlichen und freundschaftlichen Beziehungen zu meinen Kolleginnen und SchülerInnen wie auch Nachbarn und Verwandten aus der Zeit, die ich nahe Budapest lebte. Wie etwas gesagt wird, ist bei Ungarinnen ebenso wichtig wie der Inhalt, wenn nicht sogar noch wichtiger. Gute Themen im Smalltalk sind die Familie, insbesondere die Kinder, Sport oder das gute Wetter. In der Kommunikation ist es wichtig, freundlich und sympathisch rüberzukommen zu sein und einen persönlichen Draht aufzubauen. Dazu sind auch Nebensächlichkeiten wichtig. Über diese Nebensächlichkeiten versteht die jeweils andere Seite die Situation besser und man findet Gemeinsamkeiten, sogenannte Hotspots. Was wir in Deutschland als Schmeicheln sehen würden, gehört in Ungarn zum normalen Umgangston. Gastfreundschaft ist UngarInnen traditionell so wichtig wie Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft sollte auch unbedingt angenommen werden. Ein Ausschlagen eines Hilfsangebots könnte beleidigend oder sogar arrogant wirken. Der Wert der Hilfsbereitschaft sticht in manchen Fällen auch das Befolgen von Regeln. Manche Ungarn würden Regeln brechen, um ihnen zu helfen. Das persönliche Zusammensein genießt bei Ungarn einen hohen Stellenwert und kann durch Telefonanrufe oder Mails einfach nicht ersetzt werden. Kritik wird in Ungarn eher persönlich genommen. Ungarn pflegen sehr weite Netzwerke von Beziehungen, die über die eigenen beruflichen und privaten Bereiche hinausgehen. Das sogenannte Vitamin B und Seilschaften sind wichtig für den Erfolg. Dies wird durch ein personenorientiertes Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein begünstigt. Sogar Regeln können aus diesem Pflichtgefühl heraus gebrochen werden. Verantwortungen werden wegen bestimmter Personen übernommen, wie auch Pflichten wegen dieser Personen erfüllt werden. Ungarinnen und Ungarn würden viel weniger als Deutsche aufgrund einer Internalisierung von Regeln und Verantwortlichkeiten auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Frauen sind in Ungarn häufiger berufstätig, übernehmen aber wegen traditioneller Geschlechterrollen dadurch häufig eine Doppelbelastung, Beruf und Familie. Es wird daher auch eher als Wohlstand verstanden, wenn eine Frau nicht arbeiten muss. Höflichkeiten spielen im Geschlechterverhältnis eine größere Rolle als in Deutschland. So ist es beispielsweise üblich, Damen ab einem bestimmten Alter mit "Küss die Hand", "Kessi Chocolom" anzusprechen. Die Tür wird aufgehalten und in der Regel betritt die Frau zuerst den Raum. Restaurants bilden eine Ausnahme, wo der Mann prüft, ob das Restaurant gut genug ist. In der Regel gehen Männer auf der Straßenseite, während Frauen auf den Innenseiten, auf der sicheren Seite des Gehwegs, des Trottoirs laufen. Die Rechnung im Restaurant wird, auch wenn er einen geringeren Verdienst hat, von ihm übernommen. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, erhalten Frauen in Ungarn Rosen geschenkt. Begrüßt wird privat in der Regel nur beim ersten Mal per Handschlag, später wird durch einen angedeuteten Wangenkuss gegrüßt, was bei befreundeten Kolleginnen und Kollegen, also fast allen auch im Beruflichen, üblich sein kann. Soziale Interaktionen finden immer sowohl auf der Sach- als auch auf der Beziehungsebene statt. Die sehr starke Beziehungsorientierung bei Ungarinnen und Ungarn beeinflusst aber auch einmalige Situationen und Erstbegegnungen und kann von daher kaum überschätzt werden. Sehen wir uns die Rolle der Vorgesetzten in Ungarn an, so fällt auf, dass die Anweisungen viel häufiger und expliziter ausgedrückt werden.
Eine Chefin oder ein Chef kontrollieren die Ausführung der Arbeiten, die sie angeordnet haben. Der Chefin oder dem Chef kommt eine Hohlschuld zu, was bedeutet, dass er oder sie beispielsweise Informationen über den Stand der Bearbeitung einer Aufgabe selbst erfragen, also aktiv einholen müssen. Dieses Follow-up ist in der Führung ungarischer Mitarbeitender essentiell. Die Mitarbeitenden fühlen sich aber keineswegs kontrolliert, wie das bei deutschen Mitarbeitenden vielleicht der Fall wäre. Vielmehr wird diese Aufmerksamkeit als Beziehungspflege und als Signal der Führungskräfte verstanden, dass die Arbeit und die jeweiligen Mitarbeitenden wichtig sind. Die Anwesenheit der Chefin zeigt Interesse, ihre Abwesenheit wird als Desinteresse gesehen. Zur Beziehungspflege gehören auch regelmäßiges Lob und Anerkennung. Nicht nur für besondere Leistungen. Während wir in Deutschland sagen würden, dass nichts gesagt genug gelobt ist, gilt in Ungarn, dass gut gelobt auch gut geführt ist. Ein Feedback der Mitarbeitenden an die Führungskräfte hingegen ist in Ungarn unüblich. Es gilt vorwiegend eine starke Hierarchie, in der den Führungskräften nicht widersprochen wird. Mitarbeitende in Ungarn arbeiten tendenziell weniger selbstständig und sind es gewohnt, dass Vorgesetzte entscheiden und Verantwortung eigentlich eher selten delegiert wird. Sie sind also passiver und übernehmen seltener Selbstverantwortung. Vor zu viel Eigeninitiative hat man eher Angst in Ungarn, weshalb ein solches Verhalten eher ermutigt werden muss. Ungarische Führungskräfte führen und entscheiden autokratischer und die Mitarbeitenden erwarten ein solches Verhalten. Vorgesetzte sollten idealerweise Patriarchen und Patriarchinnen sein, also Chefin auf der Sachebene und sozial fürsorglich auf der persönlichen Ebene. Es wird Zeit in die Beziehungspflege zu den ArbeiterInnen investiert, die ja schließlich die Arbeit für die Vorgesetzten erledigen. Mitarbeitende und Chefs pflegen in Ungarn häufig auch soziale, außerberufliche Kontakte. Führungskräfte in Ungarn sollten idealerweise fachliche Expertise besitzen, das Zeitmanagement für die Mitarbeitenden übernehmen, kontrollieren und gute persönliche Beziehungen zu den Mitarbeitenden pflegen. Dabei sticht der Status die Expertise. Status ist wichtig. Für den Rang und Status einer Person spielt oft auch das Alter eine wichtige Rolle. Neben der externen Kontrolle durch Gruppen- und AbteilungsleiterInnen gibt es selbstverständlich auch eine internale Kontrolle, die bei persönlichen Anliegen, bei unmittelbaren Vorteilen und bei einer Aufgabe für eine geschätzte Person wirkmächtig werden. Ungarinnen arbeiten für Menschen und weniger aus Pflichtbewusstsein oder aufgrund einer geschriebenen Arbeitsanweisung. Bei der Einführung einer neuen Software, einer neuen Maschine oder neuer Arbeitsprozesse ist es deshalb auch wichtig, ungarische Mitarbeitende persönlich zu überzeugen, viel zu erklären und sie dadurch mitzunehmen. Initiative zu ergreifen und Probleme zu benennen, ist für viele Menschen in Ungarn, für viele einfache Mitarbeitende eher unüblich. Wenn es etwas zu entscheiden gibt, sichern sich daher Ungarinnen eher nach oben ab. Sie fragen nach. Die Kritikfähigkeit ist in Ungarn weniger ausgeprägt und Kritik wird tendenziell als Angriff verstanden und durch Schuldverschiebung gekontert. Bei Konflikten unter Mitarbeitenden werden Vorgesetzte zu Streitschlichterinnen und Streitschlichtern. Informelle Kanäle, also Nebengespräche, sind sehr wichtig. Mit ihnen werden Entscheidungen vorbereitet und Probleme gelöst. In offiziellen Besprechungen werden diese dann oft nur noch abgenickt. Geht es um Erstkontakte, Geschäfts- und Arbeitsbeziehungen, muss vorausgeschickt werden, dass zu Anfang Freundlichkeit und Herzlichkeit absolut geboten sind. Danach wird man sehen. Auf der ersten Kontaktstufe ist es wichtig, eine wirklich nette und sympathische Kollegin zu sein, um anfängliche Distanz und Misstrauen abzubauen. Nachdem in Deutschland tendenziell zwischen beruflichem und privatem getrennt wird, hält der ungarische Kulturstandard der Beziehungsorientierung für deutsch sozialisierte Menschen einige Verwirrungen bereit.
Zunächst sprechen wir vielleicht über die Gemeinsamkeit, dass sowohl Ungarn als auch Deutsche nicht sofort Freundschaften schließen. Umso verwirrender für Deutsche ist die ungarische personalisierte berufliche Beziehung oder die Arbeitsbeziehung. Arbeitsbeziehungen in Ungarn sind persönlicher, privater und personalisierter während der Arbeit, also in einer Sphäre, in der es Deutsche gewohnt sind, ausschließlich ihre berufliche Rolle einzunehmen. Es wird während der Arbeitszeit viel Zeit für Kollegialität und für Smalltalk. Informelle Gespräche, beispielsweise am Kaffeeautomaten, die sind von großer Bedeutung und dienen der Vertrauensbildung. Der persönlichere Kontakt wird von Deutschen gerne als persönliche Freundschaftsbeziehung missverstanden. Und da kommt das Problem auf. In die In-Group von Ungarn zu kommen, also in den inneren Kreis von guten Freunden und Familie, braucht auch in Ungarn einige Zeit. Die Familie insgesamt hat in Ungarn absolute Priorität. Auch anschließend passiert etwas. Nach der Kontaktaufnahme, nach der Etablierung einer beruflichen Beziehung, das in Deutschland eher unüblicher ist oder seltener vorkommt. Berufliche Kontakte können zu Freundschaften werden, aber auch Freundschaften können beruflich genutzt werden. Emotionalität spielt auch in der Arbeit in Ungarn eine große Rolle, während in Deutschland eine Orientierung zu Rationalität herrscht. Stimmungsschwankungen, Sorgen und Freuden sind bei ungarischen Kollegen durchaus spürbar. Im Umgang mit Kritik und Konflikten haben UngarInnen Schwierigkeiten, weil kaum zwischen Person und Sache getrennt wird. Dadurch wird eine sachliche Kritik schnell als persönlicher Angriff erlebt. Der in Ungarn übliche ständige Wechsel zwischen informeller und formeller Ebene überfordert viele Deutsche, die es gewohnt sind, im Beruflichen formell zu sein und im Privaten informell. Ebenso der Kulturstandard des flexiblen Umgangs mit der Zeit für viele Deutsche, stellt für viele Deutsche einen deutlichen Unterschied zur eigenen Herangehensweise dar. Eine Sitzung oder Besprechung in Ungarn kann ohne Tagesordnungspunkte und ohne Protokoll auskommen, sowie Themen mehrgleisig, also parallel bearbeiten. Es wird toleriert, dass Teilnehmende wegen höherer Gewalt oder unabänderlicher Gegebenheiten zu spät kommen, wie auch insgesamt Verzögerungen und Verspätungen eher entspannt gesehen werden. Dabei ist es vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass unabänderliche Gegebenheiten in Ungarn vielleicht auch anders interpretiert werden, nämlich die Notwendigkeit, einem Familienmitglied oder einem sehr guten Freund zu helfen. Es ist wichtig, dass die Dinge in Ungarn passieren und weniger, wie sie passieren. Also auch bei Arbeitsabläufen. Das Tempo von Leben und Arbeit wird flexibel an die Situation angepasst. Die Geschwindigkeit, mit der Arbeiten erledigt werden, kann deshalb stark variieren. Und es gibt eine Neigung dazu, in mehreren Arbeitsprozessen gleichzeitig aktiv zu sein. Eine Sache wird als dringend gesehen, wenn sie von einer Person dringend gemacht wird. Weniger, weil eine bestimmte Deadline gesetzt wurde oder weil etwas schriftlich festgehalten wurde. Wenn diese Dringlichkeit aber kommuniziert wird, wird ein teils überraschendes Arbeitstempo erreicht. Dieser flexible Umgang mit Zeit, in der Fremdsprache auch Polychronie genannt, zeigt sich auch in Gesprächen und Diskussionen, die viel eher durch Abschweifungen, durch Unterbrechungen und Überlappungen von Themen gekennzeichnet sind. Offizielles und Formelles wird von Inoffiziellem und Informellem gefolgt und umgekehrt. Ein Gespräch für ein anderes Gespräch kurz zu unterbrechen ist im ungarischen Kontext genauso unproblematisch, wie einen Gesprächspartner kurz warten zu lassen. Diese oder dieser wendet sich in der Zwischenzeit einfach anderen Gedanken zu. Während in Deutschland eine Tendenz herrscht, jetzt zu lernen und jetzt zu arbeiten, um es zu einem späteren Zeitpunkt besser zu haben oder erfolgreicher zu sein, wird in Ungarn eher im Moment, also in der Gegenwart, gelebt. Im Kontakt mit ungarischen KollegInnen und Geschäftspartnern auf Körpersprache zu achten, ist eine ähnlich gute Idee wie das Mithören des Nichtgesagten. In Ungarn wird tendenziell mehr implizit als explizit kommuniziert, eher angedeutet als
ausgesprochen, sowie andere Kanäle der Kommunikation genutzt, also Symbole wie Körpersprache oder paralinguistische Mittel, also kurze Aussprachen wie ach, oh, aha, genutzt. Kritik wird eher subtil geäußert und in Humor gekleidet. Konflikte werden ignoriert oder, wenn möglich, vermieden. Laute und direkte Kritik werden tendenziell in Ungarn als unhöflich, vielleicht sogar als arrogant verstanden. Bei fehlender inhaltlicher Übereinstimmung und fehlendem Einverständnis wird in Ungarn eher passiver Widerstand geleistet. Dieser Kommunikationsstil geht als kulturelles Kommunikationsmuster auf die langen Zeiten der Fremdbeherrschung zurück, in denen es wichtig war, die eigene Haltung gegenüber der Obrigkeit eher zu verstecken. Der Ton macht die Musik und manchmal ist es einfach besser, um den heißen Brei herum zu reden. Es gibt bei Ungarinnen und Ungarn eine Neigung, sich selbst entweder zu über- oder zu unterschätzen. Die Angst, Fehler zu machen, führt zu einer gewissen Unsicherheit. In Führungs- und Machtpositionen kann das Gegenteil eine Selbstüberschätzung der Fall sein. Für die Einzelpersonen spielen Statussymbole keine kleine Rolle. Sprechen wir über die Ungarn als Nation, so spielen die erwähnten langen Zeiten der Fremdbeherrschung durch die Osmanen, durch die Habsburger, das Imperium und durch die Sowjetunion eine große Rolle. Die Phase der Selbstbestimmung dauert erst wenige Jahrzehnte an und geblieben ist ein Gefühl der Unterlegenheit. In Ungarn werden mündliche Absprachen bevorzugt und falls Sie von Ihren ungarischen GeschäftspartnerInnen oder KollegInnen auffällig häufig nach schriftlichen Absprachen oder Bestätigung gefragt werden, kann dies Ausdruck einer schwankenden Selbstsicherheit sein. Insgesamt will man keine Fehler machen und insgesamt täuscht man deshalb lieber ein Funktionieren von Arbeitsprozessen und Abläufen vor, statt sich die Blöße zu geben. Bei der Lösung von Problemen in offiziellen Situationen ist es für deutsche Führungskräfte essentiell, auch in informellen Gesprächen am besten im Vorfeld die Lösung zu suchen und zu besprechen. In offiziellen Besprechungen würden es ungarische Kolleginnen eher nicht wagen, dem Chef oder der Chefin zu widersprechen. Regeln genießen in Ungarn keinen Wert an sich. Man geht eher kreativ mit ihnen um. Die langen Zeiten der Fremdherrschaft haben wohl dazu geführt, dass das Brechen von Regeln oder das clevere Austricksen staatlicher Institutionen bei manchen regelrecht als Sport gelten. Institutionen und Organisationen genießen ebenfalls keinen Wert an sich und kein hohes Ansehen. Flexible und kurzfristige Planung und kreatives Improvisieren gelten hingegen als Tugenden. Die Planung von Projekten und Arbeitsprozessen erfolgt deshalb eher kurzfristig, während die Ausführung, in der die Pläne auch geändert werden können, eher länger dauern kann. Ungarn sind Improvisationskünstlerinnen und Improvisationskünstler. Während deutsche Mitarbeitende bei dem Fehlschlagen von Plänen vielleicht eher frustriert reagieren, glänzen die ungarischen Mitarbeitenden mit ihrer Improvisationskraft. Von daher unterscheiden sich die Herangehensweisen. In Deutschland ist man in der Planungsphase kreativ, in Ungarn in der Ausführungsphase. Wie immer gilt es bei der Zusammenarbeit in inter- und transkulturellen Teams, die Kommunikation zu verbessern und die jeweiligen Stärken optimal zu nutzen. Lassen Sie uns die Kulturstandards Ungarns kurz zusammenfassen. Wir haben erstens eine sehr starke Beziehungsorientierung. Wir haben eine personenbezogene Hierarchie. Wir haben die Distanzminimierung, einen flexiblen Umgang mit Zeit. Wir haben indirekte Kommunikation, eine schwankende Selbstsicherheit und pragmatische Flexibilität. Ich darf Ihnen an dieser Stelle die Lektüre und die Fallbeispiele des Buches Beruflich in Ungarn empfehlen, das 2007 erschienen ist. Die Fallbeispiele werden Ihnen helfen, die hier zusammengefasste Theorie an praktischen Beispielen nachzuvollziehen. Auf YouTube freue ich mich über Ihr Like, über Ihr
Abonnement und Ihre Kommentare auf den Online-Learning-Plattformen, auf Ihre geschätzte Mitarbeit und Ihr Feedback zum Seminar.